Blumenberg, Reif und die anderen standen auf und kamen an der Bar vorbei. Entweder Reif oder Blumenberg machte eine Bemerkung und es wurde wieder laut gelacht. Am Ende der kleinen Prozession ging eine Frau, die vielleicht Anfang 40 war. Ritter hielt sie am Arm fest. Gabi, das ist der Herr Kamerke. Der ist hier, um seine Frau zu betrügen. Was sagst du dazu? Gabi blickte von Ritter zu Kamerke und zog eine Augenbraue hoch. Interessant, sagte sie. Gabi sah den anderen nach und setzte sich auf den Hocker neben Ritter. Ein Tequila Sunrise, sagte sie zu Barney, der Ritter gerade den Daiquiri hinstellte. Er hat wenigstens seine Frau, sagte Ritter und versuchte, den Strohhalm seines Cocktails zu erwischen. Sie ist noch jung, sagte Gabi. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der Job das ist, seitdem ich mit dem Studium fertig bin. Guck sie ihn an, sagte Ritter und zeigte auf Kamerke. Die alten Leute haben mit 15 oder 20 oder was weiß ich, einen Beruf angefangen und behalten den, bis sie 65 sind. Dazu die ganzen Frauen oder das Rumvögeln. Will denn niemand mehr goldene Hochzeit feiern? Ein bisschen Rumvögeln hat noch keine goldene Hochzeit verhindert, sagte Gabi. Der Hocker zwischen Kamerke und Gabi war jetzt leer. Sie machte keine Anstalten, zu ihm rüber zu rutschen. Kamerke mochte solche Frauen. Nicht so anstellen, sagte Gabi und fuhr fort. Sie gehören nicht zur Firma. Ja, also doch? Ich meine, nein, ich gehöre nicht zur Firma. Jedenfalls nicht zu dieser, zu keiner. Oh, Beamter, Freiberufler, Letzteres. Toll, diese Freiheit, was? Wahnsinn. Was macht Ihre Frau? Schreibt Kinderbücher. Und Ihr Mann? Er macht das, was Sie heute gerne tun würden. Hauptberuflich? Manchmal kommt es mir so vor. Sie griff sich die halbe Orangenscheibe, die am Glasrand steckte, und saugte sie aus. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass ihm eine Geld dafür gibt. Es sei denn, er zeigt da Fähigkeiten, die er zu Hause unter Verschluss hält. Kinder, erwachsen, früh angefangen. Danke für die Blumen und selbst? Keine, sagte Kamerke, es geht nicht. Eine Kinderbuchautorin, die keine Kinder hat? Wenn es Gott gibt, teilt er sich den Humor mit Woody Allen. Sie schwiegen ein paar Sekunden, ohne dass es unangenehm wurde. Was soll das noch geben mit uns? Ich glaube, Barney will Feierabend machen. Kamerke nannte seine Zimmernummer, Barney brachte die Rechnung und Kamerke unterschrieb. Vor dem Fahrstuhl sagte Gabi, Sie haben kein Trinkgeld gegeben. Er hat gesagt, sein Name sei Barney. Auch wieder wahr.